Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fräulein kocht wertvoll hier aus dem Kochstudio Franklin Friedrichshafen. Heute mit dem Gast, der mir ganz besonders am Herzen liegt, die Sina Patricia Henne ist heute bei mir. Und sie vertritt oder sie ist Geschäftsführerin und Gründerin der Fairness-Kultur. Was es damit auf sich hat, wird sie uns gleich im Detail erläutern. Auf jeden Fall geht es um Nachhaltigkeit, um viele gute Produkte und um Transparenz, also alles, was uns auch ausmacht hier. Ja. Und leider können wir heute auch die Frage nicht klären, wer zuerst da war, das Ei oder die Henne, weil die Patricia hat, Sina Patricia hat die Eier mitgebracht, also waren beide gleichzeitig da. Müssen wir erneut vertagen. Ja. Aber können wir gleich zu den Eiern kommen? Das sind ja auch Eier, die von einem Bauern kommen, der bei dir in der Fairness-Kultur ist. In der Fairness-Kultur. Ja. Sich präsentiert, oder? Ja. Und das da steht das Ei mit Besuchsrecht. Ja, das fand ich total spannend, weil der Michael... Ah, Entschuldige, muss ich kurz unterbrechen. Wir wollen natürlich was kochen heute zusammen, oder was backen, besser gesagt. Muss ich noch ganz kurz sagen. Wir machen einen Heumilch-Topfenschmarrn, eben mit diesen besonderen Eiern, die Sina mitgebracht hat. Und natürlich einen besonderen Topfen aus Heumilch. Und ja, das wird bestimmt eine sehr gute Sache. Und du machst schon die Aprikosen dafür, weil wir machen einen Aprikosenkompott oder Aprikosenröster eigentlich dazu. Ja? Ah. Der Röster ist der Unterschied, dass er quasi im Ofen auf dem Blech geröstet wird, ja? Also gebacken. Da geht nichts irgendwo hin, sondern es ist alles konzentriert sich. Und wenn die Aprikosen gut sind und die Zutaten, dann wird es auch ganz wunderbar. Also, jetzt an den Zutaten soll es heute nicht scheitern. Nein, das übergebe ich an dir. Wir waren bei den Eiern. Ja. Ganz kurz noch was dazu. Und dann wollen wir natürlich wissen, was es mit der Fairness-Kultur auf sich hat und was da alles so passiert. Und ich gehe schon mal und bereite unseren Topfenschmarrn vor und du übernimmst die Aprikosen und dann können wir ein bisschen toppen. Schnipfel. Genau. Das eine bedingt das andere, weil genau so war das. Ich habe angefangen zu kochen und dachte mir, es war 2007, das ist ja gut und recht, wenn man immer Bio kauft, aber wo kommen die Sachen eigentlich her? Mhm. Und was essen wir eigentlich? Und habe mir gedacht, das ist ja gut und recht, wenn du versuchst, immer Bio zu kaufen, aber dann zum Beispiel in ein Gasthaus gehst und fragst dich, und was macht der so in der Küche? Also, weil die Sachen haben einfach einen bestimmten Preis und leider ist es ja heute so, dass die Sachen ganz oft günstig sind, um nicht zu sagen billig, weil irgendwie hat sich etabliert, Geiz ist geil. Mhm. Und ich dachte mir, wie soll denn das gehen? Ich bin selber in der Gastronomie groß geworden und dachte mir, also, ob das, was da drin ist, so gut ist, wie es schmeckt, fraglich. Also war das die Grundidee der Fairness-Kultur? Unter anderem. Na, weil schlussendlich ist es ja auch so, das, was wir jetzt hier machen, das ist schön, weil das ist eine gute Lebenszeit, weil wir was Gutes draus machen. Und was mich an dir ja so fasziniert, ist, dass du die Sachen sehr wertschätzen kannst und dass du da ein Gespür dafür hast. Und leider das ist genau die Grundidee der Fairness-Kultur. Genau. Ne? Und das ist nicht nur beim Essen so. Weil ein Landwirt hat meines Erachtens nach wirklich einen ziemlich toughen Tag, genauso wie ein Hotelier oder ein Gastronom. Und da war einfach die Frage, wie wertschätzen wir das? Und viele Sachen wertschätzen wir über den Preis. Und dann ist Geiz eben nicht mehr geil, weil jeder, der in einem Büro drin sitzt, der ärgert sich, wenn der Chef nicht sieht, was er alles geleistet hat. Der ärgert sich, wenn die Kollegen das nicht sehen, was er leistet. Da ist meistens der Ärger im Büro vorprogrammiert. Und bei uns ist es so, wie wertschätzen wir ein Lebensmittel? Mhm. Sicherlich nicht, indem wir billigst produzieren, zulasten von Tier und Umwelt und wenig Geld dafür zahlen. Und auch nicht die davon leben müssen, nicht honorieren. Also die Nutzer oder die Partner, sind ja Partner eigentlich, die auf der Seite sind, machen genau das. Also sie sind transparent und geben dem Kunden oder wer immer auch da drauf geht, die Möglichkeit zu sehen, wo kommen seine Sachen her, genau, was steckt für Arbeit dahinter, unter was für Prinzipien oder unter was für Bedingungen wird gearbeitet. Genau. Und es sind ja nicht nur Lebensmittelbetriebe, es sind ja ganz viele andere Sachen da. Also wir haben jetzt hier eine kleine Auswahl, hast du uns mitgebracht von deinen Partnern. Ja? Also es geht über Pfeffer bis hin zu Heumilch, über Eier, Kaffee, ganz wichtiges also Kaffee Thema. Und Kaffees. Ja. Trink mal nachher noch einen Kaffee dazu, habe ich auch von einem deiner Partner dabei, von der Murnauer Kaffeerösterei. Und und die präsentieren sich auf deiner Seite und wenn man auf die Seite geht, ja, kann man sich einen Partner aussuchen, sagen wir jetzt eine Pension und weiß dann auch,
was man für ein Ei und was man für ein Frühstück bekommt, wo das herkommt. Also es wird alles sehr, sehr transparent und offen gehalten und gibt natürlich ein gutes Gefühl. Das soll eben die Idee sein. Also wenn mich jemand nach meiner Vision fragt, ich meine, ich habe jetzt mit der Plattform erst online gegangen. Also ist jetzt noch nicht die Masse. Brauchst du eigentlich alle Aprikosen, oder? Ja, mach alle. Aber das ist genau ganz frisch noch die Geschichte. Vanille. Das ist genau die Idee, dass wenn du irgendwann in ein Hotel gehst, dass du weißt, wo kommt mein Frühstücksei her, wer hat meine Milch geliefert. Und dann eben auch zu sagen, das soll ja was mit Kopf zu tun haben. Wenn es dir gut geht als meinem Nachbarn, geht es mir auch gut. Und dir geht es dann gut, wenn du davon leben kannst, von dem, was du machst, dass ich bei dir wieder einkaufen kann. Und wir ein gesundes Lebensmittel haben. Und wenn wir in einer gesunden, artenreichen Umwelt leben. Weil wir sind ja jetzt nicht die Letzten, sondern nach uns soll es ja noch ein paar Generationen geben. Und oft ist es auch so, einer muss anfangen. Ja. Genau, du kommst in ein Hotel und hast abends ein tolles Essen und du fragst dich, oh, der Wein ist gut, wo ist denn der Wein her? Na, und dann auf dem Portal sollst du eben sehen können, der Winzer hat den Wein gemacht. Oder das Bier hat den Hopfen da und daher. Einfach zu sehen, wo kommen die Dinge her. Also gerade wenn es um so Sachen wie Kaffee geht. Da hast du so eine Intransparenz und oder auch beim Pfeffer, die wachsen nun mal nicht bei uns um die Ecke. Ja klar, und du weißt ja nie wirklich, was ist verbindlich und was ist nicht verbindlich. Genau. Ja, die können ja schreiben, was sie wollen. Und es geht nicht darum, ein Urteil zu fällen, der macht es richtig oder der macht es falsch, weil du hast immer zwei Meinungen zu jedem Thema. Sondern zu sagen, lieber Verbraucher, wenn du dieses Geld bezahlst und jeder Euro, den du ausgibst, der ist eine Stimme. Und damit kannst du die Welt verbessern. Jeden Tag ein kleines bisschen. Wenn du bei dem kaufst, kann der wieder das Geld irgendwo anders einsetzen. Und das ist so die Idee dahinter. Muss auch klar sein, wohin die Reise geht und wie ihr das macht. Ja? Ja. Und nicht, dass das Geld dann nicht dahin geht, wo es hin soll. Jetzt ganz kurz, Aprikosen soweit fertig. Wir haben jetzt hier eine Vanilleschote halbiert, haben das Mark rausgekratzt. Ja? Dann haben wir hier was Besonderes gemacht. Was heißt was Besonderes? Wir haben Zucker genommen, das ist noch nichts Besonderes, aber wir geben jetzt in den Zucker, haben ein bisschen Vanille auch mit reingegeben, Vanillezucker und ein bisschen Abrieb von der Zitrone. Und wir geben jetzt hier ein bisschen Johannisbrotkernmehl in den Zucker rein. Ja, Johannisbrotkernmehl, natürliches Produkt, ist eigentlich ein Kaltsaftbindemittel. Ja. Mhm. Das geben wir jetzt in den Zucker, damit er eben, wenn er über die Aprikosen drüber gestreut wird, dass er quasi, der zieht ja den Saft raus und dann bindet das quasi das. Also wenn wir das dann im Ofen haben, dann gibt es kein Seelein und keine Brühe, sondern der Saft von den Aprikosen, der wird dann schon durch das Johannisbrotkernmehl ein bisschen gebunden und dann haben wir also wie ein Kompott, aber das man nicht... Aber so einreduziert dann, oder? Ja, das geht schon ein bisschen. Also das wird dann eigentlich recht gut und müssen wir gucken, wie viel Zucker man letzten Endes nimmt. Das hängt natürlich ab von der Säure der Aprikosen. Aber die sind jetzt schön reif und haben eigentlich ein gutes Aroma. Und da genügt es. Und du machst auf so eine ganze Schale eine Vanilleschote? Ja, und das war eine frische, schweineteuer natürlich momentan. Im Moment der Wahnsinn. Genau. Also nicht in Gold investieren, sondern, aber das ist auch wieder so ein Thema, ne? Das reicht. Diese Lebensmittelspekulation. Genau. Wir geben jetzt hier noch ein bisschen Aprikosensaft dazu. Aprikosennektar. Mal auch von einen tollen natürlich genommen, dass wir einfach noch ein bisschen Saft haben. Und das Johannisbrotkernmehl wird uns diesen Saft ja auch, binden. Ja? So, also. Und dann dürfen wir das schon mal, geben wir das schon mal in den Ofen rein. Also wir haben den Ofen jetzt links, auf 150 Grad vorgeheizt, geben das da rein und dann ist es bis in 15, 20 Minuten wird es fertig sein. Dann nehmen wir das raus, lassen es ein bisschen ruhen, mischen das durch, dass sich die Aromen noch schön entfalten können und dann wird es richtig gut. So, jetzt machen wir noch schnell unseren Topfenschmarren. Du schaffst mir an, ne? Du sagst hier so, also ja, du hast eigentlich einen guten Job, ne? Du darfst den ganzen Tag sagen, Frau macht. Zucker reingeben. Wir haben hier Eier und Eigelbe. Kannst du mal reingeben, okay. Das wird mit dem Zucker aufgemixt. Ja? Und dann natürlich mit unserem wunderbaren Topfen, den du mitgebracht hast. Ja, den haben wir schon durch ein Sieb. Den? Ganz, ganz trocken. Nee, den habe ich schon abgewogen. Ja, genau. Also ganz trockene Ware, wie er sein soll. Also wirklich ein Traum. Es geht kaum Molke weg und so. Herrlich. Also vielen Dank dafür schon mal, dass man damit arbeiten darf. Gerne. Jetzt machen wir gleich ein bisschen Krach. Tun den Zucker und die Eier-Eigelbe aufschäumen. Dann werden wir den Topfen dazugeben, werden das Mehl dazugeben. Ein Abrieb, das könntest du mir schon mal reinmachen. Ein Abrieb von der Limette, weil die Limette einfach noch ein bisschen mehr Power hat als eine reine Zitrone auch. Ja, genau. Kannst einfach die. Wir gehen ein bisschen weiter rüber, dann wird es einfach. Einfach die Schale. Ja, alles. Genau.
und es ist aufschlagen und dann natürlich noch eine kleine Geheimzutat und etwas braune Butter. Wenn man da einen Löffel mit reingibt, gibt es einfach einen wunderbaren, nussigen, herrlichen Geschmack, ja? Und wird einfach noch ein bisschen hochwertiger dadurch. Die halbe, die ganze? Was ja, aber nicht so viel Weiß abreiben. Das Weiß wird ja bitter, ja? Nur das Grün. Ja, genau. Ein bisschen noch und dann reicht es eigentlich schon. Ja, passt. Wunderbar. Wunderbar. Abklopfen, genau. So, abwaschen? Gleich, oder? Nö, das können wir liegen lassen. Da brauchen wir jemanden dafür. Dann. Ja, und wird denn das angenommen, deine Plattform? Das ist ja schon sehr speziell und du bist auch auf einem Wahnsinns-Level unterwegs. Es ist was ganz Spannendes, weil ich feiere... Gibt's in der Art nicht, Tommy? Nee. Also ich glaube, es geht wirklich darum, man braucht einen Mut, ne? Weil also auch gerade das Ei mit Besuchsrecht, du kommst dahin und du siehst wirklich und du darfst sehen, wie es den Tieren geht. Du darfst fragen, was wird gefüttert, du darfst dort sein, du darfst ein Teil davon sein und du weißt dann tatsächlich, du bekommst genau das für dein Geld. Das alles kann man auf deiner Homepage natürlich auch angucken, genau. Auch die Partner. Man kann dann, wenn es ein Hotel ist oder was, oder ein Laden, einfach draufgehen und sieht genau, was man bekommt. Ja? Und das ist aber nicht nur bayernweit, weil du kommst ja aus der Nähe von München. Es soll global funktionieren. Es ist erstmal klar Bayern. Ich habe jetzt in Bayern angefangen, deshalb ist noch nicht so viel drauf. Aber natürlich Oberschwaben, einfach dieses Vernetzte, dieses regionale Sachen wieder schätzen, aber dieses Thema Regionalität nicht tot zu deklinieren. Mhm. Sondern die Sachen von hier zu nehmen, wenn es Sinn macht. Mhm. Aber wenn es eben von weiter weg kommt und ein Austausch stattfindet, dann zu sagen, wie sieht es denn dort aus? Aber dann muss es eben trotzdem nachvollziehbar sein und das geht eben diese Bilder. Aha. Und was mir eben auch wichtig ist, ist, dass man die Verantwortung wieder an den Verbraucher zurückgibt. Ne, die sollen sich schon überlegen, macht der das so oder... Wie kann man das vielleicht irgendwie noch kombinieren, ne, dass man das gezielt sucht. Es ist nicht so, dass eine Kontrolle stattfinden soll, sondern man hat ja seinen Kopf zum Denken. Und im Endeffekt ist die Basis von dem Ganzen dieses, was du nicht willst, dass man dir tut. Mhm. Ne, also die einen sagen kategorische Imperativ, die Philosophen werden mich dafür schlagen. Ich habe es halt so runtergebrochen, weil das also genau so das ist. So wie es eigentlich sein soll, wie jeder handeln sollte. Genau. Ja. Wenn du ehrlich bist und ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen, funktioniert das langfristig. Den Topfen da reingeben? Ganz? Also liebe Zuschauer, wir gehen jetzt natürlich wie immer ganz kurz in die Werbung. Die Sina wird mir jetzt schnell helfen, den Teig für den Topfenschmarrn fertigzustellen. Topfen drunter, das Mehl drunter, Eiweiß mit Zucker aufschlagen, vorsichtig unterheben, das Ganze in eine Pfanne mit etwas Butter reingeben, kurz anbacken, dann in den Ofen rein. Ja, und nach der Werbung gibt es nicht nur einen feinen Topfenschmarrn mit dem Aprikosenkompott, sondern auch noch ein tolles Glas Heumilch, worauf ich mich wirklich freue. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück. Wie Sie schon gesehen haben, ist unser Topfenschmarrn, der noch kein Topfenschmarrn ist, ist es eher wie ein dicker Pfannkuchen oder wie ein Soufflé, schön aufgegangen. Ja? Und so sollte er eigentlich auch aussehen. Ja, jetzt hoffen wir, dass er... Ja, genau. Ja. Wir haben unten ein bisschen Butter reingegeben, damit es schön rutscht auch. Riecht ziemlich kräftig, also könnte durchaus sein, dass er ein bisschen verbrannt ist. Ich will es da nicht sagen, aber ich denke mal, das wird passen. Ja? So, müssen wir aufpassen, die Dinge scheiß. Du darfst uns gleich mal ein bisschen Heumilch einschenken. Ja? Heumilch heißt, weil? Nur Heu und Gras drin ist. Nur Heu und Gras, genau. Unglückliche Kühe mit kein viel Silo, Auslauf. Kein Silo, kein gar nichts. Nur guter Stoff und sehr gut verschlossen auch. Ja? Die Milch macht's. Geht's? Geht. Ja, schön. Also schon mal ein Glas Milch. Welches Glas ist das? Hättest gern, oder? So, die sind beide gleich. Mach einfach. Ja, und dann gibt es noch einen schönen Murnauer Kaffee dazu natürlich, also ein Fairtrade-Kaffee oder noch fairer getradet. Ja? Also die haben die eigenen Plantagen quasi. Super, genau. Super Geschichte. Ja? Schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch wirklich nachhaltig und sehr, sehr wertvoll. So, was wollte ich jetzt machen? Genau. Strudel. Also das ist auch eine Fairness-Kultur, ist nicht Fairtrade. Das, was Fairtrade macht, ist ganz toll, aber in der Fairness-Kultur geht es mir ja wirklich um dieses Nachdenken, um dieses Mitdenken, um dieses Verantwortung. Zum Wohl. Haben wir auch schon lange nicht mehr mit Milch angestoßen. Ne? Super. Hammer. Schmeckt anders, ne? Ja. Mhm. Irre. Haben wahrscheinlich auch Hörner, die Kühe, nehme ich an.
selbstverständlich. Ach, so könnte ich jetzt eigentlich schon mal hergehen und den Aprikosen. Ja. Und die sind jetzt natürlich warm, weil wir sie für Sie natürlich frisch zubereitet haben. Ja. Wenn man die jetzt stehen lässt oder am Vortag auch schon macht, ja, dann können die schön durchziehen, werden kalt. Dann wird sich der Saft auch noch etwas verdicken. Aber man sieht schon, die haben jetzt ordentlich Saft gelassen, aber der ist so leicht gebunden. Ja. Und das kommt eben durch dieses Johannisbrot-Kernmehl. Also ganz, ganz coole Geschichte. Und du darfst uns da ein paar schöne raussuchen und kannst hier unten so einen kleinen Strang anrichten, genau hier, da wo die Punkte sind ungefähr. Nicht an den Rand raus, und pass auf, das Ding ist noch heiß wahrscheinlich. Und ich kümmere mich um unseren Schmarren. Hättest und will Ihnen keinen Schmarren erzählen, sondern dich noch ein bisschen reden lassen. Ja. Wie schaffen wir es denn, bei dir reinzukommen, sage ich jetzt mal, in die Fairness-Kultur? Also im Moment gerne E-Mail. Auf der Homepage kann man einen Anmeldepackerl anfordern, dann kriegt man Papier. Ich bin ein großer Fan von Papier, weil ich selber sitze nicht das so gerne gesehen, ja, am Rechner und fülle was aus. Und dann bist du gerade fertig und dann kackt dir diese Kiste ab und dann denkst du, nein, 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 alles umsonst. Genau, und deshalb lieber mal bei einem Glas Wein. Und man soll sich ja auch, das Schöne, wenn man sowas macht, ist, dass man sich mit sich selber beschäftigt und dann nochmal genau für sich über seinen Betrieb nachdenkt. Und das ist auch so ein bisschen, dieses Zeit lassen, Zeit geben. Ich überrede auch keinen. Das ist eine Haltung, die muss man haben wollen. Und es ist auch ein Mut zu sagen, hey, du kannst kommen, du kannst gucken, wie es wir machen. Und genau, dann schickt man das Mail, wir schicken dann die Anmeldepakete, dann füllt man das aus. Dann schauen wir das an, dann reden wir zusammen, schauen, wie es da aussieht, wie das gemacht wird. Und genau, dann ist es relativ einfach. Und wie lange machst du das schon? Also die Idee hatte ich 2007. Also geben wir noch ein bisschen Puderzucker drüber. Man könnte es natürlich auch noch ein bisschen glasieren, wenn man das will. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung so. Ein bisschen also Puderzucker, online dann sind durch. Wir jetzt noch nicht so lange. Also es ist auch noch nicht die Masse drauf. Deshalb, wer mag, ist herzlich willkommen. Und es ist auch nicht, man kann das nicht verkaufen wie ein probier mal, schmeckt's dir, dann kriegst du mehr davon. Also muss man sich sondern ein bisschen es ist wirklich damit beschäftigen und befassen. Ja? Und das Schöne ist auch, genau, die dabei sind, die haben eben auch diese Haltung. Ne? Die wollen diese Nachhaltigkeit und die haben diese Rand nicht so belegen, aber das ist egal, Verantwortung füreinander. So. Ein bisschen Saft drauf. Okay. Dann müssen wir die Eisbremse setzen. Wenn Sie sich fragen, was eine Eisbremse ist, ja, das kann Pistazien sein oder Keksbrösel oder was auch immer. Es geht eigentlich nur darum, um das Eis zu fixieren und dass es nicht vom Teller rutscht. Ja. Und Sie sagen, Eis, haben wir das gemacht? Nein, haben wir nicht gemacht, aber ich will der Sina trotzdem eins drauf tun auf den Teller, weil es einfach wahnsinnig gut schmeckt. Ja. Und da haben wir einfach ein Sauerrahmeis noch dazu gemacht, ja, zu den Aprikosen und zum Schmarren. Ist auch im Sommer schon kühl, oder? Ja, es ist Hammer. Also diese Kombi ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und Eis gibt es ja wirklich auch sehr gut. Aber Eis ist bei dir noch niemand drin, oder? Leider nicht. Das wär aber selber gemachtes Eis ist halt das Nächste. Ne? Das ist immer Bauernhof-Eis. Genau. Was ist drin? Und merkst du selber, ne? Gescheite Milch gibt ein gescheites, oder okay, auch Sahne. Das haben wir mit Sauerrahm gemacht. Ja. Sauerrahmen, ein bisschen Zitrone und Limette und es ist ein bisschen grün. Ja? Das heißt, wir haben ein bisschen Zitronenbasilikum noch mit reingemixt. Ja? Also wirklich tolle Sache. Also es wird sehr gut sein. Ich hoffe, du bist mit mir zufrieden. Ja? Warte, ich knie. Ja, so wild muss man es jetzt auch treiben. Na, sieht sensationell aus. So, dann brauchen wir noch einen. Genau. Und wie gesagt, nochmal zu der Herstellung vom Topfenschmarrn. Eier, Eigelb, Zucker, Limettenabrieb aufgeschlagen, richtig viel, schön schaumig und dann den tollen Topfen, den du uns mitgebracht hast. Wobei Topfen ist ja so ein Begriff, oder? Du kannst auch genau sagen, was der Unterschied zwischen Topfen und... Ich passe. Im bayerischen oder österreichischen Sprachraum ist eher der Topfen gefragt. Ja. Ja? Aber ich glaube, dass der Topfen generell ein bisschen trocken ist und dass der Topfen einfach nur in Vollfett gibt. Ja? Also, kann sein, dass ich da jetzt auch was falsch sage, aber so habe ich es in Erfahrung. Ich bin, wie sagt man in Bayern, Erzogroaster. Ich darf mich da jetzt gar nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Ich bin mit Quark aufgewachsen, ich habe aber in Bayern noch nie jemand Quark hören sagen. Also es ist wirklich Topfenstrudel und nicht Quarkstrudel. Also dann ist einfach eine regionale, unterschreiben tue ich es nicht. Eine regionale Sache. Ja. Ja. So, du könntest das jetzt schnell vollenden. Okay. Und ich drücke uns einen schönen Kaffee noch raus. Super. Und dann geht's an den Genuss. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Also riechen tut sensationell. Wahnsinn. Ein Schluck Milch.
soll ich das? Gelebte Fairnesskultur. Ja, das ist dieser Luxus. Schau mal, wir geben so viel Geld für allen möglichen Schmarren aus, ne? Aber für einen gescheiten Schmarren geben wir halt echt kein Geld aus. Und das ist doch ärgerlich. Und da ist jetzt nichts drin, was ungesund oder künstlich oder sonst was ist, sondern das kann nur gut schmecken. Ja, eben, nur gute Zutaten. Bodensee, Aprikosen. Ja, sensationeller Koch. Die wenigen, die es gab. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Ja. Du kannst nachher gerne nochmal nach. Bloß, dass es halt von der Präsentation aussieht. Dann nimm doch schon mal unsere Teller rüber an den Tisch. Mhm. Ein bisschen verräumen. Und dann gucken wir. Wir haben ein schönes Kaffeechen. Aber du hast also durchaus einen Zuspruch auf deiner Seite und mit dem, was du machst, ohne dass du jetzt ganz gezielt rumreichst und direkt die Leute ansprichst. Also die Haltung kommt einfach toll an. Ne? Wenn ich sage, mir geht es darum, die Dinge wertzuschätzen, ne? Oder auch die Bio-Babbel, was wir drauf haben. Mhm. Na, es ist ja ein Miteinander. Ne? Es sind tolle Wege, wenn wir alle gemeinsam einen gleichen Weg gehen, dann können wir gemeinsam viel bewegen. Und da geht es auch nicht um eine Konkurrenz, es ist mit den Kaffeeröstern. Das Tolle, alle Kaffeeröster, die drauf sind, das ist ein Miteinander. Der eine macht einen Kurs beim einen, der andere kauft die Bohnen beim anderen. Und das ist nicht es ist wirklich ein Miteinander. Ja. Ich sage immer, das ist wie wenn jeder auf den Wochenmarkt geht, dieselben Zutaten kauft, aber jede Suppe schmeckt anders. Mhm. Und dieses Miteinander und dieses, wie man in Bayern und also ich als Schwabe, auch wenn man es nicht hört, bin total begeistert, weil das ist wirklich dieses Leben und Leben lassen. Mhm. Und das ist für mich Fairnesskultur. Und das kann man global machen. Und dadurch, dass auch jeder wirklich seins offen legt, kommt da kein Neid auf oder sagt niemand, der macht ja was, wo ich jetzt nichts davon weiß, der macht das, um mich auszutricksen oder so, sondern es ist eine komplett offene Geschichte. Ja. Ja, also und das auch bei einem Gastwirt. Ich dir natürlich ganz, ganz viel Glück. Ja. Und auch, wenn man schon das Papier, wo die Sachen gedruckt sind, anlangt im Mund, ist eine Welt für sich. Es soll regional sein, ne? Und da geht es eben genau, und das ist der Punkt. Es geht um dieses, auch wie man Mitarbeiter führt, ne? Wenn du irgendwo hinkommst, wie die. Darf ich dir was gerne. Die Milch eingeschenkt und. Genau, schenk mir mal reine Milch ein. Ja. Und auch hier finde ich es einfach schade, jetzt in den Kaffee was anderes reinzutun als gute Sahne. Liebe Kaffeeröster, verzeiht uns. Wir gönnen uns den Luxus ein. Ja, schön. Also ein Fairness-kultivierter Topfenschmarrn mit dem herrlichen Eis und Aprikosenröster. Was will man mehr? Dazu einen guten Kaffee. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke fürs hier sein dürfen. Und ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt, Feuerlein kocht wertvoll. Und bis dahin, tschüss. Guten Appetit. Spannend. Hast du sensationell gemacht. Schau dir mal die Farben an. Hallo liebe Zuschauer, das ist schon ein Brett, würde ich sagen. In meiner nächsten Sendung geht es natürlich um Fleisch, ja? Nicht um irgendein Fleisch, sondern um das Beste, was man kriegen kann. Bei mir zu Gast wird der Philipp Sonntag sein aus Kisleck, Metzgermeister, Fleischsommelier und vieles, vieles mehr. Wir werden diese Sachen hier erläutern und aus einigen dieser Sachen was sehr, sehr Leckeres zubereiten. Also verpassen Sie nicht die nächste Sendung von Fräulein kocht wertvoll. Bis dann. Wertvolle Zutaten, wertvolle Gerichte, wertvolle Gäste. Feuerlein kocht wertvoll. Jeden Sonntag um 18.30 Uhr nur auf Regel TV. Im Kabel und auf Satellit.